Hallo Freunde, Freakly hier von MagicBlocks.de. Ich mache mein erstes Pre-Release aus, und zwar geht es über die verlorenen Höhlen von Ixalan. Wir sind, oder das ist das Deck für mein Pre-Release bei Shibi, das ihr hoffentlich schon gesehen habt, wenn das hier rauskommt und ich hoffentlich meinen Titel verteidigt habe. Schauen wir mal, was wir Schönes in dem Pack haben. Ja, sieht schick aus innen, muss man sagen. Coole Box dieses Mal. Wieder so komische Tokens. Keine Ahnung, ob die wer benutzt. Ich habe es ja schon mal gefragt. Ich habe bis jetzt noch keinen gefunden. Ah, ein lilaner Würfel. Sehr geil. Da hängt noch was drin. Keine Ahnung. Das schauen wir uns nachher an. Dann haben wir hier die Bromo-Karte. Muss ich den Arena-Code mal wegmachen? Okay, unsere Bromo ist. Und Land, okay. Rastlose Prärie. Könnt ihr das sehen richtig? Versucht das mal noch ein bisschen schärfer zu kriegen. Hallo, Kamera. Okay, so vielleicht. So sieht es doch ganz gut aus. Ja, ich finde die Ränder ganz cool. Also vor allem fürs Limited sind die natürlich die Bombe. Kann man anders nicht sagen. Dornenschwanz, den finde ich super stark. Überhaupt diese Standardlandumwandler finde ich gut. Okay, die finde ich eher so mittel, glaube ich. Gutes Removal in Rot. Das Rätseltor. Okay, ich mache zumindest den Friedhof voll, also man braucht so Karten. 5 Karten, 5 Farben, sehr gut. Kannst eine Kreatur oder ein anderes Artefakt opfern und dann eine +1/+1 Marke auf 2 Kreaturen. Das heißt, für dieses Artefakt-Deck ist das ein super Payoff. Dann haben wir noch so ein Intap Guy, der ist okay, der ist eher fürs Controllige Deck. Das ist auch ein cooler Finisher im Aggro Deck. Der Mykoid, von dem war ich jetzt nicht so überzeugt, dafür von dem hier schon eher. Das finde ich ganz cool, das flippt dann in ein Land, das noch Karten zieht. Super stark für eine Common, finde ich. Aber man braucht ein Board dafür. Der ist so Füller, hätte ich gesagt. Der ist okay ist, da gab es ja schon so einen Goblin in Modern Horizons, der hat so was ähnliches gemacht. Aber es gibt gute Artefakte in dem Deck. Den finde ich super, der ist echt stark. Und dann haben wir, die erste Bombe. Der ist doch mega. Der Prediger. Okay, den finde ich wirklich gut. Also schwarz sieht schon mal sehr gut aus. Und dann haben wir noch eine, was ist das, eine Common. Vollkommen. Macht Mana. Habe ich noch gar nicht gesehen. Schicke eine Karte deiner Wahl aus dem Friedhof in Exil. Du kannst von den Karten, die du besitzt und die von der Paläontologin ins Exil geschickt wurden, Dinosaurier-Kreaturen zauber wirken. Kommt mit einer Endgültigkeitsmarke, also dass man das nicht unendlich machen kann. Und dann haben wir noch einen Cave, eine Höhle, die finde ich auch im Limited super stark. Also wirklich, wirklich cool. Ja, guter Booster, oder? Keine blauen Karten leider, aber naja. Echo, super 2-Drop finde ich. Die Spinne, die Mühl, die finde ich auch gut. Das ist so lala, aber das kann man spielen, das ist ein Füller. Gute Mehrfolgkarte, guter 2-Drop. Der ist okay-ish, halt Füller. Mega Removal, also unser Schwarz sieht bis jetzt echt gut aus. Das darf ruhig so weitergehen. Dann haben wir noch die Kartenzeichnerin. Da kann man quasi so eine Map machen, einen Lageplan-Spielstein. Den finde ich Füller. Überhaupt die blauen Karten in dem Set sehen ultra schwach aus, wenn ihr mich fragt. First Strike Combat Trick. Das ist auch ganz cool. Vor allem, weil das eben in Blau-Weiß so ein Artefakt-Thema hat. Der ist okay. Wenn man viel mühlt, ist das super. Piranha-Futter. Macht ist quasi Removal in Blau. Kann man spielen. Vor allem Permanent. Oh,
Kapitänin Storm in so einem anderen Artwork. Die ist super, die Karte. Also für dieses Izzet-Artefakt-Deck und nochmal Land. Ja, die Länder will man jetzt nicht als Rare zwingend. Ehrlich gesagt, sie sind limited, aber ich nehme sie. Und noch ein Cave und ein Schatz. 2 für 2 Caves sind die immer im Booster. Ich habe noch gar nichts. Mich nicht damit befasst. Okay. Lagespielstein. Fliegen. Superkarte. Macht den Removal. Holt Karten zurück. Finde ich super in Schwarz. Der gibt Leben, der Dino. Der ist auch okay. Der Trampler ist gut. Vergrabener Schatz. Er ist so Fixing und man kann dann in Deckung 5 machen. Das ist ja auch eine super Mechanik, finde ich. Ist quasi wie Cascade, nur kann man es auch auf die Hand nehmen. Dann Wanderung mit den Urahnen. Das heißt, wir können Permanent zurückholen und haben in Deckung 4. Gute Karte. Das finde ich auch ein super Removal eigentlich. Das ist halt nur ein Edikt, aber wir können es flippen und dann drain das jede Runde im Upkeep. Der Gnom auch super zum Opfern für dieses Thema in Azorius. Der ist auch echt stark. Super 2 Drop in Rot. Und wir haben in Alternate Artwork den Erdrüttler Schreckensmaul. Quasi der neue, das Upgrade. Der zieht Karten für andere Dinos. Und wir haben den Gott Oja. Oja Tag. Falls du ein oder mehrere Kreaturenspielsteine unter deine Kontrolle entzeugen würdest, werden stattdessen dreimal so viele Spielsteine erzeugt. Das riecht schon nach Commander. Und wenn er stirbt, bringt man getappt und transformiert zurück. Aktiviere diese, wenn du drei oder mehr Kreaturen angegriffen hast. Der kann quasi in so einem Weenie-Deck immer wieder kommen. Also gute Karte. Dann haben wir noch einen Foil-Wachposten. Der triggert wieder. Der kann angreifen, wenn er Artefakte hatte. Okay, jetzt sind wohl in jedem Booster so ein Cave drin. Leider alle. Kein schwarzes bis jetzt. Okay. Ein Bounce. Die ist, naja, Füller. Der ist ganz cool für das Deck. Ein Flieger, der mild. Der Pfeilgefrost ist insane. Heißfuß-Gnom. Der ist gut. Muss ich sagen, hat gut performt, vor allem im Dino-Deck. Auch so die kleinen Artefakte für das Deck super. Da haben wir nochmal diesen Lageplanmacher. Tasche der Bastlerin ist super stark in Azorius. Auch ein Payoff für unseren Friedhof in Grün kann man spielen. Removal in Weiß auch gut. Schutz in der Geschichte. Ich glaube, der ist eher nicht so toll. Ein Board-Wipe, super für Sideboard, also für kleine Kreaturen. Der Bounced, den finde ich auch super und halt mega Bild drauf. Also, und eine der brokensten Rares, gegen die habe ich ein paar Mal verloren. Die wächst immer weiter und gewinnt irgendwann das Spiel. Und wir haben noch so ein Fixing Cave, das finde ich auf jeden Fall sehr stark. Also, das gut zu haben. Bis jetzt sind die besten Rares in Azorius und in Boros und in Schwarz. Ist ein Tapper, der ist okay. Den finde ich super stark in Weiß. Opferertyp für dieses Ors of Sacrifice Thema. Der Stampfer finde ich sehr gut in Grün. Tollkühne Klingemeister. Lähmendes Lied finde ich bisschen eine Falle, glaube ich. Falle von der Ankamen ultra schwach. Weißes Ultra Removal. Okay, das ist auch ein Removal. Nochmal so ein Sacrifice Outlet. Der ist ganz gut. Vor allem 1-4 blockt der gut. Removal als Artefakt immer gut. Dann haben wir die Fledermaus. Die ist super. Die nimmt vom Gegnerhand was weg. 4-4er, der quasi ins Spiel kommen kann, nur wenn wir ein großes Board haben. Aber ist machbar in dem Deck. 3-2 Trampler mit Upside als 2 Drop in Rot ultra stark und wir haben nochmal die rastlose Schlote. Jetzt haben wir die zweimal. Ja, unsere Rares und eben eine Standardland. Ach, okay, das ist tatsächlich ein Land oder wie? Machen wir das jetzt? Ist das die Realität? Das sieht ja ultra beschissen aus. Alter Falter, okay.
Ja, gut. Da gibt es bestimmt auch Leute. Es gibt ja Leute, denen fällt jeder Scheiß. Am besten, wenn es nicht nach Magic aussieht. Okay, wir haben drei Länder als Rares aufgemacht. Ist jetzt nicht das Highlight. Die weiße Karte ist super stark. Schicke eine Kreatur, Fahrzeug oder Nicht-Standardland deiner Wahl ins Exil. Sorcery leider. Aber gutes Hard Removal, versealed. Combat Trick. Abrade, Reprint, super stark in dem Set. Bounce quasi. Falls sie getappt war, also nur angreifen. Aber die ist echt gut. Weil sie eben nur 2 Mana kostet und noch ein Artefakt reinbringt. Der tappt. Es ist quasi auch ein Reprint. Zahnradringer geht so. Das grüne Ding geht auch so. Das ist ganz gut. Selbstreflexion. Glaube ich kein Highlight. Der ist, wenn man viele Caves hat, super. Der ist stark. Death Toucher, der dann immer noch Karten sieht, wenn man aktiviert hat. Und noch eine Mythic. Der Schädelsporen-Nexus. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken x wenig, wobei x die höchste Anzahl ist. Also wie, das gab es ja schon mal, das Kartenzieht. Immer wenn eine oder mehrere Nicht-Spielstein-Kreaturen, die du kontrollierst, sterben, erzeuge einen grünen Pilzwesen-Dinosaurier-Kreaturen-Spielstein mit Basisstärke und Widerstandskraft gleich der Gesamtstärke jener Kreaturen. Hä? Jener Kreaturen. Immer wenn ein oder mehrere Nicht-Spielstein-Kreaturen, die du kontrollierst, sterben, erzeuge einen grünen mit Basisstärke und Widerstand gleich, also so wie die Kreatur war, so groß wird das quasi. Verdopple die Stärke einer Kreatur deiner Wahl bis zum Ende des Zuges. Und keine Rückseite. Okay, und dann haben wir noch so ein Fixing Cave und ein Fledermaus-Token. Das war's. Das heißt, unsere Caves sind tatsächlich nicht schwarz. Wir haben zweimal den hier als Land. Das heißt, wenn wir könnten fast schon Five Color spielen versuchen. Die Prärie. Ich meine, wir sind ja in einem Streamer-Event. Vielleicht müssen wir tatsächlich sowas versuchen und einfach alles splashen. Ich fand mein Schwarz ganz cool. Das heißt, hier ist so ein Sacrifice-Thema. Wir können auch millen. Den finde ich gut, das finde ich auch gut. Der ist okay. Das ist hervorragend, der ist auch gut. Die Rare ist wahrscheinlich mit die beste, die wir haben. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Bisschen wenig Tiefe haben wir natürlich. Der Nexus ist okay. Oder weiß ich noch nicht. Ist eher auch eine Commander-Karte. Also, die kostet halt 8. Selbst wenn er 6 kostet, macht er erstmal nichts. Kostet 2 zum Aktivieren. Ich glaube, die Rares, die wir aufgemacht haben, sind jetzt kein Wahnsinn. Der ist gut. Der ist auch gut. Der Frosch ist nochmal Fixing. Den finde ich auch gut. Der holt wieder Permanent zurück. Nochmal ein Dino. Mill. Der ist auch Mana-Dude. Das heißt, irgendwie so cool. Golgari und dann hier Splashen oder so. Schauen wir mal. Vielleicht spielen wir auch einfach Boros Aggro und haben keinen Spaß. Es tappt, also der ist super. Der ist auch gut, wenn man aktivieren können. Gutes Removal. Der bounced. Den finde ich, der ist halt 6 Mana, 6-6 Wachsamkeit, was schon gut ist. Aber da muss man erstmal Tokens machen, dass der auch irgendwas macht. So viel Tokens machen wir nicht. Okay. Dann ja, haben wir hier so eher weniger. So blau sieht wie immer. Naja, ist halt da, gell? Sind jetzt nicht die ultra geilen Bomben, muss man sagen. Dann haben wir hier quasi noch eine Braid, das man splashen könnte. Kann auch versuchen. Also der ist auf jeden Fall cool, aber der lässt sich schwer splashen. Der ist auch gut.
Da ist noch ein Remover. Das Rot ist jetzt auch nicht so ultra tief. Ist komischer Pool. Ich baue mal, ich zeige euch das und dann schauen wir mal, wie das Deck performt hat. So, Freunde, da bin ich wieder. Mein Deck ist ziemlich fair. Ich zeige euch, was ich gebaut habe. Ich spiele auf jeden Fall den Felgefrosch und die Fledermaus. Also ich bin schon mal Basis, wie ich es gesagt habe, Golgari. Wir spielen das Echo. Wir spielen die Paläontologin. Paläontologin. Übel. Um Freitagmorgen schon meine Sprache zu testen. Die holt auch Dinos zurück. Das ist ganz cool. Wir spielen natürlich den Höhlenkriecher. Wir spielen das Phantom. Wir spielen den Prediger, der super ist. Ein 3-3er für 3 ist immer gut. Wir spielen den Mykoid. Wir spielen die Spinne, die mild. Wir spielen den Veteranen. Den tobenden Dornenschwanz natürlich. Wir spielen Schreckensmaul. Und den Höhlenstampfer. Dann haben wir die Klinge als Edikt. Wir spielen zumindest mal zu Beginn diese Heiligsprechung des Blutes. Diese nächste Chance finde ich gut. Das Removal ist hervorragend. Dann splashe ich eine Karte in Rot, weil ich die Länder spiele. Das heißt, wir spielen nochmal das Removal. Wir spielen die greifenden Schatten. Strahl des Ruins, ein Exile ist immer gut, auch wenn es quasi Sorcery ist. Dann spielen wir nochmal ein 2 for 1, weil wir grinden wollen. Ich spiele diesen Schädelspore Nexus. Ich glaube, der ist Müll. Aber ich will es mal testen. Und vielleicht ist das Format grindy genug, dass der was macht. Und dann zeige ich die Länder, weil da haben wir relativ viel. Wir spielen die Schlote zweimal, das ist halt unsere Rare. Wir spielen diese Ader, die uns Fixing gibt. Und dann haben wir noch 2 Caves. Das heißt, unsere Mana-Basis ist ganz cool. Wir haben aber fast keinen Explore drin. Das Einzige, was wir hier noch haben, wäre quasi im Sideboard noch ein Abrade, was man spielen kann. Und dann haben wir in Grün noch das hier. Von der bin ich bis jetzt nicht ganz so überzeugt. Wobei, vielleicht muss die doch ins Deck statt dem Rot. Oder statt dem, das kann sein, statt diesem Enchantment, das plus 1 gibt, wenn man stirbt. Wahrscheinlich wäre das der vernünftigere Pick am Anfang, wenn man Former zurückboardet. Und dann haben wir hier nochmal Sideboard. Wir haben hier nochmal einen 5-5er Lifelinker. Und ich spiele meine andere weiße Rare, nicht meine Boros Rare. Das heißt, ich mache hier gleich den Switch, das hier raus, das hier rein. Und dann schauen wir mal, wie das Format, wie das Turnier läuft. Wie gesagt, wenn ihr das hier seht, dann ist schon vorbei. Schaut bei Shibi trotzdem vorbei, da könnt ihr das Replay schauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.